Willkommen auf Planet Eternia TV. Zunächst einmal wieder vielen Dank für das Feedback zum letzten Video. Hat mich wie immer sehr gefreut. Und im heutigen Video möchte ich ein absolut geniales Custom vorstellen. Und zwar den Savage Barbarian He-Man von PokingJoe78 und Master Ölli. Und an dieser Stelle natürlich noch einmal tausend Dank für die großartige Figur. Diese kommt auf einer toll gestalteten Karte. Natürlich in Anlehnung an das frühe Alcala Minicomic He-Man and the Power Sword. Hier ein Panel aus dem Comic. Und dann die Karte im Detail. Links oben das New Logo und rechts oben For Ages 40 and Over. Natürlich mit einem Augenzwinkern zu sehen. Dann das große Masters of the Universe Logo und der Name mit Untertitel. He-Man Savage Barbarian. Und rechts eine Charakterzeichnung, die natürlich ebenfalls auf dem frühen Minicomic basiert. Links Available for the First Time. Und die Figur selbst im Blister. Und unten eine super Idee, ein Preissticker. Zeigt die unglaubliche Liebe zum Detail, die Jürgen jedes Mal an den Tag legt. Und dann die Figur selbst, die komplett im 3D-Drucker gedruckt und anschließend bemalt wurde. Sieht toll aus, wie ich finde. Hinter der Figur der Speer und ein Mini-Comic-Einleger. Natürlich passend He-Man and the Power Sword. Einfach nur großartig. Und selbstverständlich an dieser Stelle auch der Vergleich mit anderen Versionen. Hier der Original-He-Man. Natürlich absolut ikonisch mit dem Taiwan-Kopf. Bei den Masters of the Universe Classics kam die Version von He-Man als Ula heraus. Hier auf der Karte. Und noch einmal lose. Mir persönlich gefällt die Version von Jürgen allerdings deutlich besser, vor allem der Kopf. Und beim Masterverse gab es ebenfalls einen Savage He-Man, wie er im Revelation Cartoon zu sehen war. Der Kopf ist hier leider etwas stark nach vorne geneigt. Und selbstverständlich gibt es auch hier eine schön gestaltete Kartenrückseite. Die Cardback-Illustration ist natürlich das Panel aus dem Mini-Comic. He-Man verlässt hier sein Volk. Dann gibt es ein Actionbild mit dem Hinweis auf den Hüftschwung. Und Werbung für weitere Figuren darf auch nicht fehlen. Einmal die Heroic Warriors, sogar mit Savage Barbarian He-Man selbst. Dann noch Man-at-Arms und Ram-Man, Mossman, Many Faces und Stratos und die Evil Warriors mit Skeletor, Beastman und Zodak. Letzterer war ja anfangs für die Evil Warriors geplant. Und dann noch etliche Hinweise, dass es sich um ein Custom handelt. Wirklich eine toll gestaltete Kartenrückseite eines insgesamt großartigen Customs. Da hat Jürgen einmal mehr ein absolutes Meisterwerk abgeliefert. Und damit neigt sich das Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteternia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.